Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Wir sind hier bei der White-Familie, einer der vier Familien hier in New Reno, und haben den Auftrag bekommen, den Tod von Richard White, also einen Sohn von ihm, hier aufzuklären. Der ist an der Überdosis Jet gestorben. Ich würde sagen, wir sprechen hier nochmal mit seinem anderen Sohn. Kannst du mir etwas über deinen Bruder Richard erzählen? Guter Junge, wenn wir den jemals finden, der ihm das angetan hat, hast du keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ach, da verkaufen so viele andere Familien Jet, das könnten alle gewesen sein. Die Mondinos haben die meisten Jet-Händler, weil sie am meisten Jet herstellen. Ich wette, es war einer von denen. Ja, kannst du mir etwas über Richard erzählen? Ruhiger, sauberer Junge, hielt sich aus Ärger raus, und das ist schon was für einen White. Wir haben ihn vor einiger Zeit auf der Golgotha-Ebene begraben, aber Ma will immer noch nicht, dass etwas in seinem Zimmer verändert wird. Sie kann ihn einfach noch nicht loslassen. Wo war denn sein Zimmer? Hätte deine Mutter wohl was dagegen, wenn ich da mal reinschauen würde? Sein Zimmer? Ach, das mittlere, da von der Hausseite aus gesehen. Und wenn du dich da umsehen willst, bleib nicht zu lange und bring nichts durcheinander, sonst bekommt Ma einen Anfall. Okay, das mittlere, also das hier unten vielleicht, oder das, was sowieso leer steht. Oh, wir haben einen leeren Jetkanister unter der Kommode entdeckt. Dieser leere Jetkanister wurde im Zimmer von Richard White gefunden. Innen befinden sich noch Rückstände von Jet. Okay, vielleicht können wir da nochmal mit ihm drüber sprechen. Was willst du denn jetzt? Kannst du mir etwas über deinen Bruder erzählen? Okay, ja, welcher Händler hast du denn im Verdacht? Ein ganzer Haufen, Jacket Jimmy G von der zweiten Straße, der alte Miskel Winesco im West End, und Jules handelt auch noch am Stadteingang, aber meistens mit dummen Touristen. Dann gibt es da noch Little Jesus Modino. Little Jesus? Er ist der Sohn von Big Jesus. Außerdem ist er ein Miskel, er hat Richard vielleicht alleine getroffen und ihn dann aus lauter Gemeinheit mit Jet vollgepumpt. Wenn du ihn suchst, sieh mal im Desperado nach, Little Jesus hängt da immer mit seinem Alten ab. Okay, danke für die Info. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Anlaufstellen. Ja, von welchen... Okay, da spielende Kinder... von einigen Dealern, mit den meisten haben wir sogar schon gesprochen, also Jules am Eingang, den kennen wir schon, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, wo unser Auto geklaut wurde, Jacket Jimmy G, wer kennt ihn nicht, mit dem haben wir auch schon gesprochen, und ja, Winesco kennen wir auch und Little Jesus natürlich auch. Dann gehen wir mal weiter, sprechen wir vielleicht mal erstmal mit Jacket Jimmy G. Der alte Haudegen steht ja hier mitten auf der Straße. Mal gucken, ob er da vielleicht was zu sagen hat. Ich wusste doch, dass du zurückkommen würdest. Wusste ich es einfach. Hat Jacket Jimmy G nicht gesagt, was seine Methode ist? Mach die Leute glücklich, dann enttäuschen sie dich auch nicht. Also Pilot, was kann Jacket Jimmy G heute für dich tun? Weißt du, wer den kleinen White das Jet gegeben hat, an dem er gestorben ist? Oho, jetzt kommst du raus damit, ja? Du willst wissen, ob der alte Jimmy was damit zu tun hat, oder? Nein, ich wollte nur fragen. Du Miskel, ich verkaufe sauberes Zeug. Wenn du wissen willst, wer den kleinen White vergiftet hat, frag doch den alten Trottel Winesco oder die falsche Schlange Jules. Mal sehen, was sie so zu sagen haben. Okay, jetzt sei mal ganz ruhig. Du hörst mir jetzt zu, und zwar richtig. Wenn ich mitkriege, dass du rumerzählst, ich hätte was mit dem Tod von dem kleinen White zu tun gehabt, dann sorge ich dafür, dass du ein Grab direkt neben ihm in Golgotha bekommst. Oh, tot was? Wie, Richard? Oh. nee, das wollte ich jetzt nicht. dass er uns da gleich so aufs Dach steigt. Ja, ich wusste nicht, dass es jetzt so eine Provokation ist. Dass er gleich sein Messer zieht und auf uns einstechen möchte hier. Ja, führen wir das Gespräch einfach nochmal mit einem anderen Ausgang. So, ich wollte nur fragen. Okay, kein Problem. Hör mal, ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Weißt du etwas über diesen leeren Jetkanister? Nimm den Kanister und untersucht ihn.
Nee, ich riecht an der Tülle und runzelt die Stirn. Puh, in diesem Jet ist Ratskorpiongift. Wer davon was eingenommen hat, bleibt nicht mehr allzu lange auf dieser Welt. Gib den Kanister zurück. Vergiftet also? Auf jeden Fall, klar. In dieser Stadt muss man vorsichtig sein, wenn man sowas wenn sowas die Runde macht. Deswegen sagt Jimmy auch immer, ja, irgendeine Vorstellung, wo das herkommen könnte. Nee, keine Ahnung. Hör mal, jetzt erzählt nicht groß rum, dass er mir gehört. An deiner Stelle würde ich mal Jules und Renesco fragen, aber das hast du nicht von mir gehört, klar. Okay, Renesco und Jules, ich frage die mal. Danke für den Tipp. Du hast entdeckt, dass Richard White vergiftet wurde. Okay, er ist also nicht an der Überdosis gestorben, sondern er wurde mit Ratskorpion vergiftet. Ich würde sagen, wir sprechen hier unten mal mit Jules und fragen ihn vielleicht mal danach. Hey, hallo, willkommen. Was kann Jules dir besorgen, Alter? So, ich bin neugierig. Was bringt es dir, wenn du hier den Stadtführer spielst, Jules? Jules hört auf zu lächeln. Ich warte auf Leute wie dich, die nach Ueno kommen. Das hier ist ein super Platz zum Handeln. Außerdem bezahlen mich gewisse Etablissements dafür, dass ich Kunden zu ihnen schicke. Reicht dir das als Antwort? Ja, das wussten wir auch so schon. Okay, wo kann ich das Zeug herkriegen? Ja, das können wir natürlich bei ihm kaufen. Wir starten mal nochmal das Gespräch. Weißt du, was mit dem Sohn von den Whites passiert ist, Jules? Einer von den Whites, ja, ich habe von dem gehört, eine Schande war das. Ein Kind in seinem Alter sollte die Finger vom Jet lassen. Kinder haben eben noch so viel vor sich, da brauchen sie nicht auch noch verschnittenes Jet zu nehmen. Was meinst du mit verschnittenem Jet? Zuckt die Achseln. Manche Dealer ist es eben egal, was sie verkaufen und dann sterben Leute. Ich will gar nichts gesagt haben. Aber an deiner Stelle würde ich mal zum alten Rocketman Renesco gehen und sein Zeug überprüfen. Ueno ist eine große Stadt, Jules. Wer könnte noch dafür verantwortlich sein? Gibt viele Händler hier in der Stadt. Vielleicht Little Jesus Mordino, aber warum sollte der was an einem White verkaufen? Dann gibt es noch Jackie Jimmy G auf der zweiten Straße nördlich von hier. Aber das ist nur ein kleiner Fisch. Ich würde an deiner Stelle mal bei Renesco nachfragen. Okay, ja, Little Jesus Mordino, wo finde ich den? Also ich wäre vorsichtig damit, Little Jesus einfach was anhängen zu wollen, aber wenn du wirklich mit ihm reden willst, ich werde dich nicht aufhalten. Er ist immer im Desperado gegenüber. Und Jackie Jimmy G, wer ist das? Er ist dieser dumme Korinthenkacker, der sich für einen ganz tollen Händler hält. Kannst ihn gar nicht verfehlen, völliges Narbengesicht, der Idiot war einen Abend mal zu mit Jet und hat versucht, sich mit einem Kampfmesser zu rasieren. Ist nur traurig, dass es ihn nicht umgebracht hat. Ja, uns hat er was anderes erzählt. Ja, ganz schön viel Liebe hier in der Stadt. Hör mal, ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Ich würde ganz gerne noch mit dem leeren Jetkanister fragen. Was weißt du über diesen leeren Jetkanister? Schau darauf. Wie 100 andere auch, ist wohl nicht von mir. Könnte Jackie Jimmy G oder Renesco gehören? Okay, mehr hat er auch nicht zu sagen. Ja, dann gehen wir doch mal hier raus und schauen mal bei Renesco vorbei. Bei Lil Jesus Mordino, ja, da wollen wir uns eigentlich nicht mit dem anlegen. Der steigt uns sonst auch direkt aufs Dach. Das wollen wir nicht. So, Madame, geh mal zur Seite. So, UNESCO also. Wir speichern vorher mal, bevor wir mit ihm sprechen. Also komm schon raus damit. Hast du Jet an Richard White verkauft? Wage es nicht, mir die Schuld dafür zuzuschieben. Wenn du wissen willst, wer das getan hat, frag Tweedledum und Tweedledümmer, ob sie noch immer mit Arsen vergiftetes Jet verkaufen. Tweedledum und Tweedledümmer, wer sind die beiden? Diese Aasgeier Jules und der verlogene, verkommene Jacket Jimmy Jules postiert sich immer irgendwo am Stadteingang und hält Ausschau nach unbedarften Besuchern, die er betrügen kann. Und Jacket Jimmy G in der zweiten Street mit dem Rest der Rindviecher von Wino Geschäfte. Sie sagten, ich solle dich fragen. Sie sagten, du verkaufst schlechten Stoff, an dem die Leute sterben. Hör zu, Neandertaler, du weißt noch nicht einmal, was du hier verzapfst. Ja, dann warum?
Macht den Maul noch einmal auf und wenn Mr. White das geringste Gerücht oder die kleinsten Hinweise zu Ohren bekommt, dass ich oder du etwas mit der Überdosis des Jungen zu tun haben, könnten es unser Leben nur noch ein Pfifferling mehr wert, wenn das passiert. Oh, du hast also, wenn das passiert, du primitiver Abschaum, schwöre ich, dass du vor mir sterben wirst. Und jetzt zum letzten Mal, der Junge hat nie Stoff von mir verkauft, verstanden? Nimm diesen Namen hier drin niemals mehr in den Mund, so wahr mir Jules sagt, er hat mit dem Jungen nichts verkauft. Jimmy sagt, er hat dem Jungen nichts verkauft. Du sagst, du hast ihm nichts verkauft. Entweder lügt ihr alle drei oder jemand anderes ist verantwortlich. Das kann ich leicht beantworten. Einer dieser beiden Bastarde lügt, um die Hintermänner zu decken. Die beiden verkaufen zusammen 90% des Jets in Reno. Und das ist der einzige Ort, an dem der Junge, von dem wir reden, es bekommen haben könnte. Oder jemand, der von einem von euch dreien gekauft hat. Welche eurer Kunden im vergangenen Monat könnte Kontakt mit dem Opfer gehabt haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Jungen nicht gekannt, also kenne ich weder seine Freunde noch seine Gewohnheiten. Der Einzige, der es dir mit Sicherheit sagen könnte, liegt zu Tod auf Golgotha, um es dir sagen zu können. Ja, Golgotha, Massenfriedhof außerhalb der Stadt Richtung Süden, folge dem Gestank, dem anderen Gestank, nicht deinem eigenen. Okay, wir haben noch ein paar andere Fragen. Vielleicht können wir ja nochmal diesen leeren Jetbehälter hier ansprechen. Kannst du mir etwas über diesen leeren Jetbehälter sagen? Er ist leer. Es ist ein Jetbehälter wie 100 andere in New Reno. Noch etwas, womit ich dir behilflich sein könnte? Weißt du etwas über die Radskorpionsgiftspuren in diesem Behälter? Radskorpion? Renesco erstarrt plötzlich, als ob er sich an etwas erinnert. Oh, 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 du Hurensohn, du hast den Jungen vergiftet, nicht wahr? Hua, jetzt wart mal einen Augenblick. Leg dich nicht mit mir an, Renesco. Wenn du versuchst, dich hier herauszuwinden, wirst du Richard Gesellschaft leisten, verstanden? Warte einen Augenblick. Hör zu, ich habe es mit dem Jungen nicht verkauft. Er hat nie etwas von mir gekauft, Mann. Man hat mich beauftragt, etwas Jet mit Red-Skorpion-Gift zu versetzen, aber ich habe es nicht an den Jungen verkauft. Du wurdest beauftragt, vergiftetes Jet herzustellen. Für wen? Die Salvatores haben es verlangt. Sie sagten, es sei ein besonderer Auftrag. Ich wusste nicht, dass sie es dem Jungen der Whites geben würden. Du musst mir glauben, ich vergifte keine Kinder. Okay, warum hast du das Jet vergiftet? Du musst gewusst haben, dass sie jemanden damit umbringen wollen. Die Salvatores haben mich in der Hand. Ihnen gehört dieser Laden. Wenn sie etwas wollen, bekommen sie es. Sonst bringen sie mich um und ersetzen mich. Es war nie meine Absicht, diesen Jungen Schaden zuzufügen. Okay, halt einfach deinen Mund, hör zu, ich habe da noch ein paar Fragen. Ja, ich bin mir sicher, du hattest die besten Absichten, als du das Jet mit Gift versetzt hast. Auf Wiedersehen, Renesco. Ja, damit haben wir, glaube ich, den Schuldigen enttarnt, und zwar die Familie Salvatore. Das ist ja interessant. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Familie. Okay, du hast Renescos Mitwirkung am Tod von Richard White aufgedeckt. Wollen wir mal gucken, ob wir nochmal bei Salvatore reinkommen. Vielleicht können wir die ja nochmal drauf ansprechen. Wäre interessant zu wissen. Wir speichern einmal sicherheitshalber. Weil der will uns in seiner Familie eigentlich haben. Aber da wollen wir noch nicht rein. Setz dich, Thomas, du hast alles erledigt, um das ich dich gebeten habe, ja. Das wollen wir ja nicht. Okay, die greifen uns halt direkt an. Das ist also auch keine Option, hier nochmal reinzugehen. Schade. Ja, dann gehen wir zu der Familie Wright einfach weiter. Und geben die Information weiter, dass hier die Salvatores dahinter stecken. Ja, erstmal mit ihm vielleicht sprechen, bevor wir reingehen.
Was willst du denn jetzt? Kannst du mir etwas über deinen Bruder Richard erzählen? Okay, hast du eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ja, der sagt uns nichts Neues. Dann gehen wir direkt zum Vater weiter. Du schon wieder, hast du herausgefunden, wer meinen Jungen getötet hat? Ja, dieser alte Halunke Vinesco, der Rocketman. Aber wir haben ja die Wahrheit aufgedeckt. Dein Sohn ist nicht an einer Überdosis gestorben, er wurde vergiftet. Wie, vergiftet? Was in drei Teufelsnamen meinst du damit? Ich habe den Jetkanister gefunden, den Richard benutzt, der auf Richard angewendet wurde. Darin waren noch Spuren von Ratskorpiongift. Er wurde mit Ratskorpiongift vergiftet. Die Jet-Überdosis war nur ein Vorwand für die Vergiftung. Nehmen wir mal an, dass ich dir das auch nur eine Sekunde lang abnehme und ich sage nicht, dass ich das tue. Wer hat dann meinen Sohn vergiftet und warum die ganze Mühe mit der Überdosis Jet? Okay, man erzählt sich, dass es die Salvatores waren. Sie haben ihn mit dem Jet vollgepumpt, das mit Ratskorpiongift versetzt war, und ihn dann liegen gelassen, damit du ihn findest. Ich weiß nicht, wer von den Salvatores es getan hat. Vinesco, wir lassen Vinesco mal aus dem Spiel. Und warum zum Teufel würden sie das tun? So wie ich das sehe, kontrollieren die Mordinos den Jet-Handel in Reno. Natürlich würdest du ihnen die Schuld an einer Überdosis Jet geben und dann gäbe es einen Krieg, falls eure Familien sich nicht gegenseitig ausrotten, wird ihr wenigstens vom Kampf geschwächt. Dadurch wird das Leben einfacher für die Salvatores. Sie müssten sich dann nur noch um die Bischofs kümmern. Starr dich lange an, dann kichert er trocken. Du gibst mir die Antwort und ich kann nichts tun. Die Salvatores Sonmis atmet tief ein. Ja, du kannst nichts tun. Wie meinst du das? Weißt du, wie diese Mistkerle von Salvatores bewaffnet sind, mein Freund? Die haben diese elenden Lichtwerfer. Ein Salvatore kann mit so einer Knarre meine ganze Familie töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn ich dagegen ankommen wollte, bräuchte ich was? Bevor ich mit Details komme, sollten wir erstmal über das Geschäftliche reden. Hier hast du etwas Geld für deine Mühen und etwas Munition, Alkohol aus meinem Privatvorrat und ich habe noch einen Job für dich, wenn du interessiert bist. Ja, wir sind interessiert. Zufällig habe ich vor einer Weile eine Karte gefunden, die eine alte Armeebasis in den Bergen nicht weit von hier zeigt. Finde einen Weg dahin und ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Okay, warum soll ich gehen? Hast du nicht schon jemanden hingeschickt? Der Gesichtsausdruck von Mr. White wird einen Augenblick angespannt, dann schnaubt er. Hä, eigentlich nicht. Die Typen, von denen ich die Karte habe, sind tot. War eine raue Bande, aber die sind alle bei dem Versuch, in die Basis zu gelangen, umgekommen. Also sie sind nicht mal reingekommen. Ja, der einzige Überlebende sagte kurz vor seinem gruseligen Tod, nee, vor seinem unseligen Tod, sagte, dass da so eine Art Supergeschütztürme den Eingang bewachen, haben die meisten Jungs erledigt. Okay, was ist mit den Überlebenden geschehen? Oh, der alte Sam Pritchard, traurige Geschichte, hat sich eines Nachts besoffen, hat meinen Sohn Keith gegenüber erwähnt, dass er die Basis gefunden hat und bevor du weißt, was Sache ist, zeichnet er mir diese Karte und stirbt. Er schläft jetzt in Golgotha. Okay, Reno scheint die Tage ja voller traurigen Geschichten zu sein. Ich nehme den Job. Nickt und lächelt, also gut, komm zurück, wenn du einen Eingang gefunden hast und ich werde dafür sorgen, dass du gut belohnt wirst. Also die Basis findest du so, geh nach Norden und dann gib dir die Koordinaten der Armeebasis. Also gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich den Eingang finde und komme dann zurück. So, du hast den Mörder von Richard White und sein Motiv gefunden. Ja, wir hätten natürlich auch irgendwen beschuldigen können. Wäre dann aber nicht so ganz richtig gewesen. Hier haben wir dafür gesorgt, dass ja die Wahrheit ans Tageslicht kommt. So, wir gucken mal, dass wir hier natürlich die Map auch wieder verlassen. Wenn es denn hier irgendwo geht. Ah ja, hier hinten. Einmal rum ums Gebäude. Vielleicht kann Chris Wright ja nochmal was dazu erzählen. Hey, danke, dass du herausgefunden hast, wer Richard getötet hat, Thomas. Ich schulde dir ordentlich was und die White-Familie zahlt immer ihre Schulden. Was kann ich für dich tun? Ja, zu erzählen hat er auch nichts. Können wir mit ihm handeln? Gucken. Ja, öffnet sich zumindest. Ein bisschen was hat er, aber jetzt nichts Interessantes für uns. Und für einen so ein Stimpack brauchen wir jetzt nicht handeln.
Ja, wollen wir vielleicht mal versuchen, in die alte Militärbasis reinzukommen? Wir speichern vorher nochmal, bevor wir reisen. Man weiß ja nie, was passiert. Sierra Armee Depot. Okay, ist ein bisschen größer als die Stelle oder Golgotha. So, hier wäre es vielleicht auch nochmal wichtig, im Hellen hinzugehen, um zu gucken, was hier so ist. Oh Gott, ja. Okay, das sind Türme. Da sind auch Türme. Okay, also hier hinten, da sind noch weitere Türme. Ach du Schreck. Du ahnst es nicht. Ja, versuchen wir doch mal hier vielleicht irgendwie dran vorbeizukommen. Nee, das wird wohl nix. Ja, das verspricht spannend zu werden hier. Dann greifen wir mal an. Okay, 23 Trefferpunkte, das ist heftig. Okay, 25 Trefferpunkte. Das wird wohl nix. Boah. Okay, Leute, das laden wir nochmal. Ja, wir reisen nochmal hin. Gibt bestimmt eine Möglichkeit, wie wir da reinkommen. Vielleicht doch nachts und schleichend. Wer weiß. Eine Bande von Raufbolden, die von einem der Morton-Brüder angeführt werden. Ja, Morton kennen wir aus Reading. Den haben wir erledigt. Oh Gott, die sollten wir vielleicht zuerst ausschalten hier. Mit der ziemlich große Waffe in der Hand. Cassidy. Schießt erstmal auf Sulik. Ja, schön Flammenwerfer. 43 Schaden. Was ist da denn los, ey? Ja, hau ihn K.O. Okay, die ist K.O. Sehr schön. In den Kopf. 42 Schaden. Ja, wir brauchen ein wenig Heilung, würde ich sagen. Sonst überleben wir das hier nicht. Sollte reichen. Für den Rest. Was mit Sulik? Hat er keinen Hammer mehr oder was? Achso, so rum. Okay, die ist auch weg. Fehlt nur noch der hier. Ach man, Cassidy, ey, das regt mich echt auf hier. Dass er unsere Leute abschießt. Ja, da haben wir dann auch schon mal wieder eine neue tolle Waffe, die Cassidy trägt. Kannst leider nicht mehr tragen. Dann müssen wir natürlich wieder gucken, dass wir ein wenig Platz frei scheffeln. Wenn wir Vic mal ein bisschen was rüberreichen. So, und Kampfkontrolle. Hat er schon die Lederrüstung an? Ja, hat er. Okay, dann behältst du trotzdem die Sachen. Damit wir hier erstmal wieder die anderen Sachen aufheben können. So, nehmen wir. Da kriegen wir wieder Munition raus. So, was hattest du hier Schönes? Auch super. Ja, ein Flammenwerfer, krass. Können wir natürlich nicht tragen. Aber vielleicht können wir das hier nochmal aufheben. Da ist auch nochmal eine Waffe. Und ja, dann geben wir Cassidy ein paar Sachen wieder ab.
um dann vielleicht sogar den Flammenwerfer noch mal tragen zu können. Ja, 30 Kilo wird er wohl nicht wiegen, oder? Oh, nee, du sollst ihn nicht warten. Komm mal mit. So, gehen wir. Ja, das war der eine Mortenbruder. Fehlen noch zwei. So, mitten in der Nacht sind wir hier. Gut, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Dann versuchen wir mal hier reinzukommen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, seid gespannt. Ich bin es auch. Bis dahin.